Chat, herzlich willkommen zum Booncast. Wir haben dieses Mal eine Special Edition, weil es ist Jahresende. Ich habe mir hier den Rex und den Fuchs dazu geholt. Hallo ihr zwei. Hi. Und wir werden wie immer so einen kleinen Jahresrückblick machen. Ich habe 5 Punkte aufgeschrieben. Unsere Top Games 2017, einfach was so rausgekommen ist, released wurde. Unsere meistgezockten Games 2017, so von Zeit her. Unsere Flop-Games 2017, wo unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und Hype-Games 2017, also Games, die mega gehypt wurden, uns aber eigentlich voll egal waren. Und zu guter Letzt, auf das freuen wir uns 2018. Einfach so einen kleinen Vorgeschmack. Und ich habe eine riesen Liste. Ich weiß nicht, wer will anfangen von euch? Sollen wir so Punkt für Punkt ein bisschen durchgehen einfach? Ja. Also, unsere Top-Games 2017. Fuxi, welche Games sind 2017 rausgekommen, die dich voll positiv überrascht haben, die du richtig geil fandst? Okay, dann fangen wir doch mal gleich mit dem Klassiker an, PUBG. Okay. Ist einfach genau meins, hat mich völlig im Bann gezogen und wahnsinnig mitgerissen. Dann als nächstes habe ich noch Zelda Breath of the Wild aufgeschrieben. Es war ein neuer Titel, Zelda wurde schon so lange angekündigt, ich habe mich so drauf gefreut und es war auch mehr als meine Erwartungen übertroffen. Mario Odyssey ist noch rausgekommen, Resident Evil 7 Biohazard und Cuphead. Also das waren so die Top-Games, wo mich wahnsinnig geflasht haben das Jahr und wo ich sehr, sehr positiv überrascht worden bin. Und solide Games auf jeden Fall. Jo. Ja. Und bei Ben? Ich habe auch ein paar, die Fuxi auch genannt hat. Resident Evil 7 fand ich super. War das beste Horror-Game für mich 2017, obwohl ich gar kein Horror-Game-Fan bin. Hast du das mit Stream gezockt? Kurze Frage. Ja, aber nicht in meinem. Okay. Aber das war cool. Es hat Bock gemacht auf jeden Fall. Natürlich auch PUBG, auch wenn ich da meine Up and Downs habe, aber auch da relativ viele Stunden reingebuttert habe. Cuphead selber nie gespielt, aber ich habe mir immer super gerne Streams davon angeguckt, weil mal wieder so ein Skill-based Game ohne viel Geschnörkel drumherum, einfach nur, weißt du? Ja. Einfach machen. Ja. So. Dann Fortnite auf jeden Fall auch, muss ich auch sagen. Haben glaube ich wenig Leute auf dem Schirm. Finde ich persönlich aber trotzdem ganz geil. Dann noch ein etwas skillbasierteres Game, was glaube ich auch viele gar nicht kennen, Battle Ride. Habe ich mich auch mega positiv überrascht. Oh. Auch ein Game, was mega Bock macht, aber auch eher mit Leuten, die man kennt. Also mit Randoms auch nicht so spaßig. Mhm. Und zwar erst gestern durchgezockt, aber für mich das Spiel des Jahres 2017, Hellblade. Nice. Also wer Hellblade nicht gespielt hat oder es noch nicht kennt, angucken oder kaufen. Wirklich unfassbar gutes Game. Sehr atmosphärisch, ne? Super krass. Also wirklich emotional so mitgerissen, einfach nur mega. Okay. Ich habe auch ein paar Überraschungen gehabt dieses Jahr. Vielleicht erstmal die wir gemeinsam haben. Ich habe auch aufgeschrieben Battle Ride. Das ist so ein Arena-Game. Eigentlich ist wie ein MOBA, nur ohne die ganzen MOBA-Elemente. Also ihr habt keine Lanes, ihr habt keine Minions, ihr habt keine Tower. Ihr habt einfach euren Helden, eure 4-5 Fähigkeiten, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Und eine Arena, wo ihr gegen andere Spieler spielt. 2 gegen 2, 3 gegen 3, whatever. Ich habe einen Gammelsonntag dazu gemacht, ein Video, wenn ihr es euch angucken wollt, auf dem YouTube-Kanal. Cuphead habe ich mir aufgeschrieben. Ist auf meiner Steam-Wunschliste ein absolut geiles Game. Von Schwierigkeit her, genau mein Ding. Ihr wisst, ich stehe auf Super Meat Boy und solche quälenden 2D-Plattformer. Da gehört Cuphead auch rein und natürlich der Artstyle richtig, richtig fett. Will ich irgendwann mal noch zocken? Ich weiß nur nicht wann. Fortnite habe ich mir aufgeschrieben. PUBG macht mir überhaupt keinen Spaß, wie ihr wisst. Oder zumindest denke ich es, dass es mir keinen Spaß macht. Es ist einfach boring zuzuschauen. Aber Fortnite mit dieser etwas comichaften Grafik und den Effekten und den Sounds, ich finde, es nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Ist nicht so tryhard, Chat. Deshalb kann ich damit ein bisschen mehr anfangen. Jetzt noch 2 Games, die noch keiner genannt hat. Mein Game des Jahres 2017 auf jeden Fall ist Everspace. Richtig, richtig geiler Weltraum-Shooter. Roguelike im Weltall. Habt ihr auch schon sicherlich gesehen hier auf dem Stream und auf YouTube. Und was mich auch sehr positiv überrascht hat, war Hollow Knight.
Das haben wir auch zwei, dreimal im Stream und Gammelsonntag gezockt. Auch Metroidvania von Team Cherry. Das kam im Februar raus. Richtig, richtig gutes Indie-Game, kann ich auch nur empfehlen. Okay, Punkt Nummer zwei. Unsere meistgezockten Games, also wirklich einfach nur von den investierten Stunden, investierte Stunden, völlig egal, wann das Game erschienen ist, was haben wir 2017 gezockt? Fangen wir mal bei Ben an dieses Mal. WoW. Keine Ahnung. Ich brauche kein anderes Game aufzuzählen. Es kommt kein anderes Game andersweise an die Stundenanzahl von WoW bei mir. Keins. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Und deswegen brauche ich bei Most eigentlich nur WoW nehmen, weil der Rest so ein kleiner prozentualer Teil meiner ganzen investierten Zeit ist, dass ich das einfach nicht. Es lohnt sich nicht, aufzuzählen. Ja. Von daher. Okay. Fuxi? Also die meistgezocktesten Games waren wirklich PUBG. Also da habe ich wahnsinnig viele Stunden reingesteckt. Das war der absolute Wahnsinn. Also ich wüsste nicht, wann ich in das Spiel in so kurzer Zeit so viele Stunden reingesteckt habe. Also das war absolut krass. Dann in Zelda natürlich, da wollte ich alles erkunden. Hm. Da habe ich mich auch sehr Das hast du brutal umschaut. Gezockt, das weiß ich noch am Anfang vom Jahr. Ja, also ich glaube, ich war ja in den Wochen auf Lehrgang und bin nur am Wochenende heimgekommen und am Wochenende mich hat niemand gesehen, ich habe nur Zelda gespielt. WoW habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil es immer wieder oder eigentlich immer Bestandteil war, mal so ab und an mal reinzudüdeln. Call of Duty World at War 2 habe ich auch wirklich viel gespielt, wo mich sehr überrascht hat, weil es mir wieder ein bisschen was anderes war. Mal weg von dem ganzen abgespaceden durchs Weltall fliegen und rumrutschen und 10 Meter in die Luft springen. Nee, deswegen war das ziemlich nice. Und Witcher 3. Witcher 3 ist zwar letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen, aber bei mir ist es irgendwann mal abgeschmiert und jetzt durch den neuen PC ist es dann einfach wieder so zustande gekommen und mega geil. Also in die 5 Spiele habe ich so viel Zeit das Jahr reingesteckt. Ja. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt mit Witcher. Doch, das war zwar Anfang des Jahres, habe ich das wahnsinnig gespielt, vor Zelda war das dann. Oh, cool. Und dann habe ich in Skelligen, ist das nicht der letzte Content dann? Skellige? Da habe ich dann weitergemacht. Heißt das Skellige? Okay. Ich weiß es gar nicht, aber ja. Also, bei mir war es natürlich auch WoW. Es wird nicht so hart genördet wie WoW. Platz 1 wird immer WoW sein. Ich habe ein bisschen weniger Overwatch gezockt dieses Jahr, im Frühjahr noch ein bisschen mehr, aber es hat so übers Jahr hinweg abgenommen, meine Overwatch-Lust. Aber ich habe es trotzdem mal mit draufgepackt, weil im Frühjahr war es noch ziemlich heftig. Ebenso eher im Frühjahr Skyrim. Ich habe ganz viel Skyrim gezockt. Ich glaube, ich habe an die 40 oder 50 Episoden aufgenommen fürs Let's Play und wir haben da ordentlich Stunden reingeballert. Everspace habe ich sehr viel gespielt, 37 Runs, jeder Run geht, ich weiß nicht, um die 2 bis 4 Stunden, also da haben wir auch ordentlich Stunden reingeballert. Und Witcher 3, hauptsächlich im Livestream, eigentlich fast nur im Livestream. Waren es nicht so viele Stunden, aber ich habe es endlich fortgesetzt. Das war so ein Ziel für mich dieses Jahr. Genau, das waren meine Top 5 meistgezockten Games. Aber in Skyrim hast du wirklich viel Zeit investiert. Ja, Skyrim haben wir enorm gezockt am Anfang. Ja. Unsere Flop-Games. Welche Erwartungen wurden nicht erfüllt? Sei es in einem großen oder auch in einem kleinen Ausmaß. Fuxi. Ich darf anfangen? Ja. Ich fange mal mit Star Wars Battlefront 2 an. Also der Hype war mega groß, aber irgendwie, ich weiß nicht, durch den ganzen Shitstorm, wo dann in der Woche entwickelt worden ist, hat's mich auch nicht mehr so packt. Ich habe die Beta gespielt und es war überhaupt nicht das meine. Also ich weiß nicht. Irgendwie war der erste Teil zwar nur ausbaufähig, aber ich fand, dass der erste Teil deutlich besser war als der zweite. Dann, was mich nur wahnsinnig enttäuscht hat, war FIFA 18. Ja, natürlich, was will man bei einem Fußballspiel großartig verändern? Das Feeling war nicht da und es ist einfach jedes Jahr dasselbe. Natürlich durch das Journey, wo letztes Jahr mit rausgekommen ist, aber irgendeine Innovation muss man doch da mal mit reinbringen. Hm. Dann Ark Survived? Ark? Oder wie heißt es? Ark Survived? Ark Survival. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Es war ja ewig lang in der Alpha und dann in der Beta, wo es dann rauskommen ist. Es war genau wie in der Beta. Also es war nichts verbessert, nichts verschlechtert. Die Models haben super schlecht ausgeschaut. Diese krassen Farben, einfach nur furchtbar.
Ich habe gehofft, dass sie da noch ein bisschen was ändern, haben sie aber nicht gemacht. Deswegen war es für mich dann trotzdem am Schluss noch Flop. Und Alex, von dem Macher von Piranha Bytes, wo auch mit Gothic gut überzeugt haben, hat mich Alex überhaupt nicht gepackt. Ich habe es mal gekauft, habe ein paar Stunden gespielt, auf Stunde zurückgegeben. Das ist auch interessant. Ja. diese Kombination aus diesem futuristischen oder aus diesem Neuzeit und dieser älteren Zeit ist zwar ganz cool, aber im Endeffekt ist es bloß Gothic mit ein bisschen besserer Grafik und so. Also nee, waren auch ziemlich viele Bugs drin. Also nee, also da war ich dann am Schluss völlig raus. Okay. Ja, das war's. Okay. Hast du dich auf irgendwas gefreut, Ben, und wurdest dann enttäuscht dieses Jahr? Ja. Ich habe auch Ark mit auf meiner Liste. Ich hatte das mir mal, ich glaube die Beta oder so, Early Access hat ja sogar schon 2016, glaube ich, schon angefangen. Ja. Hab's auch mit auf die Liste gepackt, weil das war echt so ein Game, ich hab's mal gekauft, fand scheiße, hab refunded und hab mich dann nochmal belabern lassen, das nochmal zu kaufen und hab das seitdem, glaube ich, 2 Stunden gespielt oder so. Also so eine Langzeitenttäuschung, das Spiel einfach. Aber vielleicht gucke ich da nochmal irgendwann rein, keine Ahnung. Mhm. Also Ark auf jeden Fall auch drauf. Dann, was viele, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Schirm haben, das Spiel For Honor. Der Titel von EA ist es, glaube ich. Ja. Was dieses reine PvP-Game werden sollte und so. Ach was, ja. Dann, ach, das mit diesen 4 Wikingern, oder? Mit genau, diesen Wikingerstamm. Was komplett overhyped war. Komplett ja. Auch auf Twitch komplett durchgedreht ist. Und von dem Game hörst du gar nichts mehr. Das war auf jeden Fall, also das war für mich der Flop überhaupt. Mit Abstand. Und ein Game, was ich mir zum Glück selber nicht gekauft habe, weil ich wusste von Anfang an, I fucking called it, dass es floppen wird. Destiny 2. Hm. Da bin ich jetzt auch sehr, sehr froh, dass ich mir das nicht gekauft habe, weil irgendwie das war so mit Ansage. Die Beta gespielt, war voll gelangweilt. Alle meinten, ach ja, ist nur die Beta, da kommt noch voll viel dazu. Da habe ich nur einen Kommentar noch zu. Also Destiny 2 war ja nichts. Ja, nichts. Fuchs deine Webcam nicht aus. Ja. Jetzt sprengst du das ganze Interface. Fuchs bestimmt auch ist ganz da. Offline. Das ist ganz offline, glaube ich. Oder? Ne, das ist noch da. Ich glaube, er ist explodiert. Na gut. Das waren deine? Ja. Ja, aber nee, ich glaube, es heißt For Honor, Firen. Nee, For Honor heißt es. Dass man es nicht anzeigen kann, dass ein Visage nicht sieht. Lol. Du liest den Chat, oder, Ben? Fick dich, Daniel. Okay. So, Entschuldigung. Hallo, Fuxi. WW, Fuxi. Ah, okay, da ist er wieder. Ist bloß Essen gekommen. Oh, ich will auch eine Pizza. Ja, mal, keine Ahnung, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber... Fuxi, kannst du bitte ein Stück Pizza für mich essen? Mit Kamera. Okay, ich habe auch Flops. teilweise überschneidet sich's. Ich hatte mich ja auch sehr gefreut auf Star Wars Battlefront 2, weil wir den 1er... übelst genördet haben, wir beide, Fuxi. Oh, ja, also das war krass. Da haben wir, ich war also über 100 Stunden drin. Ich tue noch mehr, glaube ich. Und deshalb habe ich mich so gefreut. Ich bin ja eh so ein riesen Star Wars-Nerd. Ich habe mich so gefreut auf Battlefront 2. Und es mag sein, dass das Spiel wirklich Spaß macht. Ich habe es nicht gezockt. Es kann sein, das will ich gar nicht schlecht reden, dass die Game-Modi Spaß machen, die Weltraumschlachten. Nice Pizza, Alter. Das kann schon sein. Ich fand es lustig, genau. Betalin hat es nämlich gezockt. Das kann schon sein. Aber allein wegen diesem Business-Model, das hat es einfach so zerstört. Und ich will nicht, dass die Star-Wars-Marke so den Bach runtergeht. Und von daher kann ich das nicht unterstützen. Wir müssen die Star-Wars-Marke aus EAs Clown reißen. Und müssen es wieder an einem anderen Studio irgendwie geben. Von daher Boykott. Und auch wenn es echt gut ist, aber ich kann es mir nicht Boykott. Kaufen. Boykott. Boykott. Dann Destiny 2. Ungefähr genau dasselbe Shit. Da war ich von vornherein nicht so sehr drauf gehypt. Ich war eher vorsichtig, bin an die Sache vorsichtig rangegangen und hab's mir dann im Sale gekauft. Hab jetzt auf Level 5 gezockt, aber es ist halt, weiß nicht. Kacke. Ich glaube, es stirbt auch echt aus schon wieder, oder? Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Augen. Das ist jetzt eine reine Behauptung von mir. Aber es kann sein, ich weiß nicht. Ich muss mir mal anschauen. Die lebenserhaltenden Geräte wurden schon abgeschaltet, Muni. Das Ding ist am Sterben. Call of Duty World War 2. Ich liebe Call of Duty 1. Ich liebe Call of Duty 2. Das findest du hat gefloppt? Das findest du hat gefloppt? Ja, für mich. Okay.
Weil es hat immer geheißen, es geht zurück zum Original und so. Und ich habe halt gehofft, es geht zurück zum Original. Aber es bedeutet wohl eher, es geht zurück zum Original von Modern Warfare. Weil es war einfach nur Modern Warfare in einem World War II Skin irgendwie. Und das hat viele, viele, viele enttäuscht, die gehofft haben, es wird ein Call of Duty 2 Remake quasi. Was wir ja jedes Jahr auf unserer WeihnachtsLAN spielen. Seit mehr als 10 Jahren. Wenn es schon so lang draußen ist. Ich glaube, es ist so lang draußen. So, oder um die 10 Jahre. Ja, um die 10 Jahre, ja. Und es ist halt einfach überhaupt nicht wie Call of Duty 2. Und es hat mich enttäuscht. Und deshalb, ja, deshalb ist es auf der Liste. Dann habe ich noch zwei kleinere Flops für mich. Die sind jetzt wirklich nicht so tragisch. Das eine ist Lawbreakers. Da war ich ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Das hatte eben das mit diesen Physikelementen, dass man so durch die Gegend fliegen kann oder sich hangeln kann und so und auch eben vertikal kämpft. Aber das ist auch ziemlich schnell ausgestorben, das Game. Dann The End is Nigh von Edmund McMillen, dem Macher von Super Meat Boy. Wie gesagt, ich liebe Super Meat Boy. Ich habe es mir gekauft, habe es auch gezockt im Gammelsonntag, habe es für einigermaßen gut befunden. Aber es waren halt immer so diese Stimmen im Hinterkopf. Was so sagt, es ist halt nicht Super Meat Boy. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, irgendwie. Deshalb ist auch noch auf der Liste mit drauf. Okay. Hype Games. Welche Games wurden dieses Jahr mega gehypt, aber gingen uns völlig am Arsch dabei, vorbei, Ben? Freitag der 13. So Echt ein jetzt? Kackspiel. Wurde das gehypt? Das Voll. höre ich zum ersten Mal. Natürlich. Was ist das für ein Okay. Spiel? Boah, das ist wie Dead by Daylight, nur viel, viel krasser und viel toller. Juckt mich Okay. nicht. Scheiß Spiel. Weg damit. Okay. Dann, ich weiß, Life is Strange ist schon länger draußen, aber kommen ja irgendwie neue Teile raus. Ja. Auch Kackspiel. Zumindest wenn du ein Kerl bist. Sobald du eine Vagina hast, ist das wahrscheinlich ganz lustig, das Spiel. Destiny 2. Kacke. Hat mich nicht interessiert, weil ich wusste, dass das scheiße wird. Dann, nachdem ich Resident Evil 7 gespielt habe, wusste ich ganz genau, Outlast 2 kannst du auch in die Tonne kloppen. I don't give a shit. Und eine Sache, wo man jetzt denkt, wie kann das denn möglich sein? South Park. Ich liebe South Park eigentlich, aber das Spiel, ich weiß nicht, ich habe immer. Ich weiß nicht warum, das war mit dem ersten Teil auch schon so. Ich weiß nicht, warum ich die South Park-Spiele nicht spielen kann. Ich weiß es aber nicht. Okay. Aber irgendwie gehen die mir am Arsch vorbei. Ja, du musst ja nicht hassen, ne? Wirklich einfach nur dieses, es hat uns halt nicht gejuckt, so. Ja. Oder dich Und das, eben. ich glaube, ich habe immer Angst, dass irgendwas in einem South Park-Spiel mir South Park kaputt machen könnte oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Deswegen ein Also bisschen ich sag komisch, nicht, dass es aber okay. scheiße ist oder so. Ich sag nur, dass ich mir das nicht geben wollte. So. Pirate, so geil. Ja, verstehe ich vollkommen. Vor allem verstehe ich vollkommen. Ich für Ausrede reagieren, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Jetzt wär's gelüncht. Zu Recht, Okay, muss man waren das sagen, zu alle? Recht. Ja. Okay, das mit South Park ist schon krass, ja. Ja. Hast du dir den Let's Play oder so angeschaut vom ersten Teil oder jetzt vom zweiten? Ich habe den ersten Teil sogar eingespielt, aber nie zu Ende gespielt. Und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss damit auch zum Psychologen gehen, warum. Ich liebe South Park. Ich liebe South Park. Ich kenne jede Folge fast auswendig. Aber das Spiel ist einfach. I Okay. don't know. Na gut, dann Fuchsi. Also, fange ich doch an, oder das ist eigentlich ein ziemlich guter Übergang. Ich habe auch South Park mit drin. Aber vielleicht nicht, weil ich jetzt South Park hasse oder so, aber weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Ich wollte unbedingt den ersten Teil immer spielen. Deswegen ist der zweite Teil ziemlich schnell über mich vorbeigeflossen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mich jetzt an den Spoilern lassen und ich möchte mal nichts anschauen. Und deswegen habe ich den jetzt einfach mal auf die Liste mit draufgepackt. Was dann noch bei mir mit drin ist, ist Mittelerde, Schatten des Krieges. Aha. Es war so gehypt, aber mich hat es überhaupt nicht interessiert. Ich habe ab und an mal in Streams reingeschaut, in ein paar Let's Plays. Null. Absolut nicht. Also mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. The Evil Within 2 habe ich auch mit reingenommen. Der Hype war real. Ich wurde auch wahnsinnig gehypt von dem Spiel. Dann war es draußen. Ich glaube, ich habe mir 5 Stunden von dem Spiel angeschaut und es hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Also konnte ich komplett draußen lassen. Und was noch mit drin steht, ist. Oh Leute, ich hatte ja einiges. Wolfenstein 2, The New Colossus. Never. Also das Spiel, ich weiß nicht. Ich hab's Einfach von. nur wegen deutscher Zensierung und so weiter oder einfach allgemein?
Ich habe den Key sogar hier noch rumliegen, weil der war damals bei meinem PC mit dabei. Aber ich habe nicht gewusst, ob ich den einlösen soll. Ne? Das hat mich einfach nicht gejuckt und jetzt habe ich ihn irgendwo verschlammt und jetzt, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Aber es hat mich einfach nicht interessiert. Also ich weiß nicht warum. Okay. Wolfenstein 1 waren alle so eher cool und beim 2er, nee. Was habe ich noch mit drin? Assassin's Creed, das neue. Ich weiß nicht, für mich ist Assassin's Creed immer dasselbe, deswegen war der Hype für mich da auch überhaupt nicht da. Auch wenn viele sagen, dass es das Beste ist, seit langem mal wieder. Und Xenoblade Chronicles 2. Aber auch nur, weil ich den ersten Teil gespielt habe. Und das Spiel habe ich überall gelesen. Man muss Xenoblade Chronicles spielen, weil das ist ja so gut und hin und her. Und man hat es nur noch gesehen, also egal wo ich hingegangen bin, ich habe nur noch Werbung von Xenoblade Chronicles gesehen, aber hat mich nicht interessiert. Ist Xenoblade ist ein Dings, oder? Ein, Für Nintendo. ja, okay. Genau, ja. Also ich muss Das sagen, Dings war's. habe ich völlig vergessen auf meiner Liste. Assassin's Creed. Weil da hat mich halt noch nie ein Game gejuckt. Aber du hast recht, das Ja, war ich auch nicht. definitiv dieses Jahr. Das ist bei mir so weit irrelevant, dass ich da gar nicht mehr drüber Ja, nachdenke. genau, eben, Weil nach dem genau ersten das. Teil war es für mich immer das Gleiche. Ich habe das zweite, die zweiten Teil nochmal ein bisschen angespielt. Dachte mir so, ja, warum so, warum? Das ist, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Ist halt ein bisschen komisch. Okay. Ich habe auch eine lange Liste hier bei dem Punkt. Hau raus, Bonnie. Hau raus. Es fängt an mit Bens geliebtem Resident Evil 7 Das Biohazard. ist nicht geliebt, das ist nur das beste Horror-Game dieses Jahr. Ja. Das war richtig nice. Das war auch sehr gehypt. Vielleicht sogar zu Recht. Also wenn es ein gutes Game war, zu Recht. Aber ich kann halt absolut nichts anfangen mit Resident Evil. Ich finde es boring as fuck. Dann Nier Automata. Das Spiel mit den, also dieses Bullet Hell Game, wo man rumläuft als Anime-Figur mit Riesenschwert und so. Das ist voll gehypt worden. Überall Oh habe ich das ja. auch gesehen. Vor allem auch bei den ganzen Cosplay-Girls, die ich auf Twitch schaue oder so. Die haben das alle gezockt und gecosplayt. Aber what? Das ging mir auch völlig hinten durch irgendwie. Dann außerdem dieses Jahr veröffentlicht im April, 25.04. wurde Outlast 2. Da haben wir ja die Demo mal angespielt im Gammelsonntag, aber ja, das hat mich dann auch nicht mehr so interessiert, weil es auch boring as fuck war. Divinity Original Sin 2. Early Access 15.09.2016. Released 14.09.2017, ein Jahr später. Dieses Jahr im September. Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Game ist. Ich weiß nur, hey, hast du schon Divinity Original Sin 2 gezockt? Nee, habe ich nicht. Was ist das? Genau deshalb steht es auf der Liste. Ich habe keinen Plan, was es ist. Prey wurde richtig mega gehypt. Da habe ich mich auch so ein bisschen drauf gefreut. Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch nicht mehr dafür interessiert. So ein Shooter mit Gravitationselementen auch, glaube ich, oder sowas. Ja. Ein Remake von früher, glaube ich auch. Gell? Es gab ja schon mal Prey. Keine Ahnung. Okay. Ja. What the fuck, Divinity ist mega. Genau, eben. Es ist gehypt auch, aber es juckt mich einfach null irgendwie. Ist halt so ein Wolfenstein 2 habe ich Strategie-Rollenspiel. draufstehen, weil ich hatte Wolfenstein die anderen beiden, wie hießen sie denn? New Order und irgendwas mit Blood. Aber jetzt New Colossus hat mich überhaupt nicht gejuckt, weil die ersten beiden, ich fand die auch nicht schon so gut. Deshalb juckt es mich einfach auch nicht. Elex, Riesenhype, teilweise zumindest, ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Aber ich will es mir mal noch anschauen. Fyron ist sehr überzeugt davon. Aber bisher konnte ich mich noch nicht dafür begeistern. Ich habe halt so viele Rollenspiele. Ich muss noch Witcher durchspielen. Wir müssen Skyrim mal irgendwann weitermachen. Dann brauche ich jetzt nicht noch Elex anfangen irgendwie. Das alte Prey war SNES? Nee, ich meine, das war auch schon mit so einem Indianer irgendwie. Ein Shooter auf dem PC früher mal. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. South Park 2. Ich fand das erste South Park Game richtig geil. Hab mir das Let's Play von Jesse Cox angeguckt. Komplett von vorne bis hinten. Hab mich schlapp gelacht. Aber der Zweier. Ich denke, es ist halt einfach nur mehr von derselben Formel und ich glaube nicht, dass es mich irgendwie begeistern wird. Zelda Breath of the Wild steht hier auch drauf. Mega Hype ums neue Zelda-Game, wie eigentlich immer, wenn ein neues Zelda-Game rauskommt. Ich habe es auf der Wii U. Ich habe es eine halbe Stunde gespielt.
Und dann war es für mich irrelevant. Ich habe einfach nicht so, auch hier wahrscheinlich, weil es halt ein RPG ist und ich schon so viele RPGs am Laufen habe, ich habe nicht die Motivation gefunden, irgendwie das weiterzumachen. Und es juckt mich jetzt auch nicht groß irgendwie, dass ich jetzt denke, ich hätte was verpasst oder so. Und zu guter Letzt, Hype-Games, die mich peripher tangieren, PUBG. Auf Platz Nummer 1 komplett. Das ist einfach, ich weiß es nicht. Es ist nicht, es ist nichts für mich, glaube ich. Ja, du kannst es einfach nicht, das ist das Problem. Woher willst du wissen, wenn ich es noch nie gespielt habe? Ja, eben. Deswegen, ja. Hi, Kolchi, WB. Ich will dich nur triggern, Muni. Ich will dich nur triggern. Wie kannst du es wagen? Oh Gott, Firen eskaliert heute noch völlig, glaube ich. Ich habe das Gefühl, Firen spielt jedes Spiel und liebt jedes Spiel irgendwie. Ja. Es kann gut sein, ja. Okay. Das war so ein Rückblick auf 2017. Chat, was haben wir vergessen? Was war für euch ein gutes Game 2017, also das wirklich auch rauskam 2017? Was hat euch enttäuscht 2017? War das so ungefähr auch eure Stimmung, was wir jetzt hier wiedergegeben haben? Oder sagt einfach mal, warum ist PUBG auf deiner Wunschliste? Weil ich es ausprobieren will, Embe. Oh lol. Tschüss Rex, ne? Rage Quit. Banish raus. Du bist ist jetzt hart am Bienen. Zwei. Ah, da ist er wieder. Falschen Knopf gedrückt. Nice. Ja, bist doch völlig zurecht, Muni. Lass es mal ausprobieren, willst. Ja, ja. Also, da kann ich dich voll und ganz verstehen, wobei, aber es wird aber auch überhaupt nicht reduzieren, ne? Ich habe nur nicht gesehen, dass es einmal reduziert wurde. Es ist ja jetzt erstmal released worden, ne? Es ist jetzt erstmal offiziell rausgekommen, im Dezember jetzt, ne? Und die wollten das im Early Access nicht reduzieren, da haben sie mal ein Statement dazu abgegeben. Okay. Horizon Zero Dawn, Raikran, mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da bringst. Es war halt ein reines PS4-Game, ne? Und ich habe keine PS4. Aber es sah gut aus. Ja, also was man über Horizon gesehen hat und was ich auch von Freunden mitbekommen habe, muss es der Wahnsinn gewesen sein. Aber wenn du dann einfach keine Playstation hast, dann fällt es halt raus. Ja. Cuphead war unfassbar gut, finde ich. Ja, kann ich mich nur anschließen. Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Weil die Access Bro... Also PUBG ist jetzt offiziell released, Firen, falls du darauf anspielst. Ich weiß nicht genau, was du sonst gerade meinst. Ist zwar ein Pin, aber trotzdem Zero Dawn fand ich richtig gut. Life is Strange Before the Storm. Mega Game. Da habe ich unterschiedliche Sachen gehört, Zazaria. Der Michi-Man hat das doch auch gespielt, gell, im Livestream. Der war, glaube ich, nicht so begeistert. Life is Strange ist ein ganz klar, kannst du abhängig vom Geschlecht machen, ob du es gut oder schlecht findest. Nee, Michi-Man hat es alles gut gefunden, bis auf den letzten Teil jetzt. Life is Strange ist ein typisches Mädchenspiel, hundertprozentig. Das ist halt ein Story-Game, du kannst es auch so genießen. Ja, aber ein Story-Game für Mädchen. Es ist einfach so. Aber vielleicht möchte sich der Junge auch mal in den Körper oder in die Gedanken eines Mädchens reinsetzen. Dafür gibt's Pornos. Da kann ich mich doch nicht in die Gedanken reinversetzen. Du musst nur die richtigen Filme finden. Das ist gefährlich, was du da im Internet von dir gibst, Ben. Eigentlich zu viel, hat man zu viel laufen. Okay. Overhyped, Game, Destiny 2, verstehe den Hype nicht. Guck mal, das haben wir auch. Mass Effect Andromeda. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil Mass Effect hat mich noch nie gejuckt. Ich kenne noch den Film. Der war cool. Nicht mal den. Habe ich gesehen. Spellforce 3. Das ist auch ein guter Punkt. Ist das rausgekommen noch? Dieses Jahr? Auch im Dezember, oder? Spellforce, ja. Aber habe ich nicht angeschaut. Ich hatte nur Spellforce 1 früher mal. Das ist ja schon ewig her. Was ist mit Ben los? Ich weiß es nicht. Ich finde Life is Strange What? Gut. Leute. Peter Lin schreibt aber auch noch Watch Dogs 2. War das dieses Jahr? War Watch Dogs nicht 2016? Ich war auch der Meinung, weil ich habe nämlich nichts dazu gefunden. Ja, ich weil wenn es 2017 ist, kommt das ganz klar mit auf meine Flop-Liste. So ein Scheiß-Game. Ich meine, das kam aber 16 raus, ich bin mir fast 100% sicher. Das hat sich ja mit GTA gebettelt. Mehr oder weniger. Es kann gut sein, ja. Ich meine, das war 16. Mhm. Ah ja, ich auch, Sazaria. Also Beyond Two Souls habe ich auf der PS3 gezockt. Das fand ich auch nicht schlecht. Vor allem, weil auch Hayden Panettiere mitgespielt hat. Ben will keine Cam, der ist am Kuscheln. Ja.
Wie eine Raupe. Ghost Recon. Okay, Elex-Klasse, Gothic von meiner Name jetzt auch mögen. Jetzt muss ich unbedingt mal noch ausprobieren. Anfang ja. noch Bugprobleme, aber ist halt eine geile Mischung aus RTS und RPG. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt. Auf diese Games freuen wir uns 2018. Fuxi, let's begin. Ich darf anfangen. Ja, du darfst anfangen. Okay, mit was soll ich als erster anfangen? Also, dann fange ich doch gleich mal mit dem ersten Spiel an. Ob das 2018 rauskommt, ob das jemals rauskommt, man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall im Internet einiges dazu gelesen. Und zwar wäre das Pokémon für die Switch. Ich würde es ziemlich nice finden, weil die Switch ja sowohl als Konsole auch als Handheld durchgeht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ein Pokémon-Spiel mit der Grafikleistung, was die Switch hergibt, wäre der absolute Shit. Also ich liebe Pokémon, das kann man immer wieder mal zocken. Würde mich wahnsinnig freuen. Dann steht bei mir noch droben Call of Cthulhu. Einen wirklichen Namen gibt es dazu nicht. Eigentlich sollte es jetzt im November rauskommen, aber die Entwickler haben es noch verschoben. Das ist ein Universum von H.P. Lovecraft, falls das jemand kennt. Ist mega geil, also da freue ich mich richtig drauf. Dann steht bei mir ganz, ganz groß Anno 1800. Ich liebe die Anno-Teile. Und endlich kommt mal wieder ein Anno raus, das ein bisschen zurückgeht und nicht in der Zukunft spielt, wo man nicht am Mond rumsaust oder sonst irgendwelche verrückten Sachen machen kann, sondern einfach an 1404 Venedig anlegt, mit schönen alten Sachen, wo es einfach mal wieder ein bisschen atmosphärischer wird. Dann steht bei mir da oben Red Dead Redemption 2. Der erste Teil, ich weiß gar nicht, wann der rauskommen ist, 2010, 2011, 2012, irgendwie sowas, war ein mega geiles Spiel. Ich habe das so hart gesuchtet und ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil. Und was noch mit rumsteht, ist WoW Battle of oder Battle for Azeroth? Vor. Ja, das Mann, ist völlig Fuxi, es tut mir leid. Auf das freue ich mich wirklich, vielleicht auch, weil ich momentan wieder im WoW-Hype bin, aber ich freue mich auf jede neue WoW-Expansion und auf die Classic-Server natürlich. Also das sind so die Games, wo ich mich 2018 mega drauf freue. Mhm. Ja. Und Ben? BFA, Ende der Aufzählung. Mehr habe ich nicht. Really? Ich bereite mich nicht so groß darauf vor, was nächstes Jahr kommt. Das ist mir eigentlich relativ wumpe. Und Battle for Azeroth ist einfach das Game, wo, egal was noch kommt, es wäre eh das Game, was ich am meisten zocken wollen würde. Von daher, ja, WoW sucht die, hallo, IBMs. Okay, kurze Liste. Okay. Überschaubar. Hi, Karma Liebs. Ja, ich habe auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich habe halt, sobald ich ein kleines bisschen neugierig bin auf das Game, habe ich es aufgeschrieben. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir das kaufen werde, unbedingt oder so. Aber ich werde die Neuigkeiten dazu beobachten. Ich habe auch aufgeschrieben, Anno 1800. Bis jetzt vorläufige Ankündigung Winter 2018. Also dauert noch ein Jährchen oder so. Star Citizen kommt niemals raus, Empe. Niemals. Age of Empires 4 ist angekündigt auf 2018, 2019. Habe ich mal auf die Liste gesetzt. Dann etwas spezieller, Attack on Titan, das zweite Game, da gibt es ja schon eins, soll auch 2018 rauskommen. Da werde ich mal ein Auge drauf haben, weil der Einzel war schon ziemlich cool. Den werden wir auch mal noch irgendwann im Gammelsonntag spielen. Darksiders 3, 2018, bin ich gehypt. So ein etwas düstereres Zelda oder so könnte man es fast schon nennen, wenn man es nicht kennt. Dann, riesengehypt, bin ich auf Mega Man 11. Offiziell Mega Man 11 von Capcom. Offiziell 2018. Richtig, 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 richtig. Offiziell. Ja. Nicht irgendwie so ein so Mighty Number 9 Remake-Bullshit, der dann doch floppt, sondern ein offizielles Mega Man-Game. Ein neues. Richtig cool. Da freue ich mich so geil drauf. Es kommt ein neues Metro-Game. Metro Exodus. Herbst 2018. Wer die Metro-Games nicht kennt und auf Grusel-Shooter steht, unbedingt abchecken. Ihr seid in einem vom Atomkrieg zerstörten Russland und kämpft euch durch dunkle U-Bahn-Schächte und verlassene Städte und es ist einfach mega hübsch und mega gruselig und mega viel Action und so. Es kommt eine Fortsetzung von Ori and the Blind Forest und sie heißt Ori and the Will of the Wisps. Es ist angekündigt auf 2018, werde ich ein Auge drauf haben, weil Blind Forest war schon mega schön einfach
und auch ein cooles Game. Kannst du an einem Abend kannst du dann den neuen Life is Strange Teil spielen, danach spielst du noch hier Ori. Danach kannst du dir ein Kleid anziehen. Ori ist kein Weibergame, was ist mit dir? Ja, Ori ist auch so ein richtiges Frauenspiel. Das ist ein richtiger, krasser Plattformer mit schweren Stellen und so. Das ist ein Game für jedermann. Ja, für jede Frau. Okay. Weiterhin auf der Liste habe ich noch drei Games. State of Decay 2. Und zwar ist das so ein Zombie-Survival-Game. Das ist das, was für mich an Walking Dead oder so am nächsten rankommt. Das ist, finde ich, State of Decay 1 war so das beste Zombie-Game, was ich jemals auf dem PC gezockt habe. Haben wir auch mal im Gamelson da gespielt. Hat mich überzeugt, von daher bin ich gespannt im Zweier, was sie besser machen oder noch ändern oder so. Natürlich habe ich auf der Liste Battle for Azeroth, World of Warcraft und X4. Das ist so ein Weltraum-Wirtschaftssimulationsspiel. Der Nachfolger von X3. X3. Noch nie gehört. Genau, also eine etwas längere Liste. So, damit sind wir durch. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das alles mit Genre, mit Entwickler und mit Early Access Datum und mit Release Datum habe ich mir das alles schön zurecht gemacht in meiner Datei hier. Das ist nochmal die ganze. Was Geschichte. Zur Hölle? Warum? Wofür? Soll man anders sagen, da steht keine Arbeit drin und sowas. Wofür denn Release Datum überhaupt? Wofür Publisher? Wofür? Einfach so, damit ich es hab. Wenn jemand was wissen will oder so. Google, Muni. Jetzt habt ihr es. Und damit ich einfach klugscheißen kann, wenn ich sage, ah, das Game war Early Access bis 22.03. und am 20.12. kam es raus. Ah. Hat aber keiner gefragt, also alles für die Katz. Ich weiß. Ich weiß. Voll enttäuscht, dass keiner nachgefragt hat. Muni, wann kam denn Everspace genau raus? Sag mal. Everspace kam offiziell raus am 26.05. dieses Jahr, ging aber schon in den Early Access am 14.09.2016, Ben. Gut, dass du gefragt hast. Ja, schön. Gut zu wissen. Ist ja bestens informiert, Muni. Vorbereitet. Will Datum und Uhrzeit. Hab ich nicht gebimsen. So, um das Ganze abzuschließen, auch nochmal eure Meinung, Chat. Auf was freut ihr euch am meisten 2018? Jetzt mal wirklich abgesehen von WoW, weil deshalb sind wir ja deshalb sind wir hier alle zusammen. Wir sollen mal Hellblade 2 rausbringen, ey. Und 3 und 4 auch noch. Natural Born Nerd. Danke, Kollege. Fürs ganze nächste Jahr. Wenn ihr Hellblade auch nicht gespielt habt, kauft euch das. Glaubt mir, bitte. Oder sucht jemanden, der das hat und loggt auf euren Steam-Account ein. Auf eine Freundin im Real Life. Oh, Fyron. Für dich findet man doch auch noch eine. Skull and Bone. Was ist denn Skull and Bone? Kingdom Hearts 3, Age of Empires, Overwatch, neues Event. Net Neutrality. Theodor kommt ja wieder mit so einem Downer um die Ecke. Habe ich schon vor 5 Minuten. Ja, da waren wir noch am Abarbeiten. Das war ein bisschen viel. Dragon Ball. Oh, Dragon Ball Fighter Z. Oh mein Gott, da habe ich auch ein Auge drauf. Warum habe ich denn das nicht auf meiner Liste? Du hast völlig recht. Das habe ich vergessen. Ich glaube, das wird auch ziemlich cool. Ich höre ihn an, die habe ich noch nie gehört, die Spieler, ey. Aber es ist so wie das oder wie ältere Dragon Balls, nur als würdest du die Serie anschauen. Bloß mit einer richtig geilen Grafik. Genau in demselben Stil, so in einem 2D-Stil. Mega geil. Ja. Earthworm Jim Remake. Echt jetzt? Kolgi, really? Weißt du noch, als wir bei dir waren und Clay Fighter 64 gespielt haben, Kolgi, mit dem hässlichen Schneemann? Leck, war das geil. Letztes Jahr wurde Unbended eingestellt. Wie traurig das mich, was ist zum Teufel? Ich habe noch nie davon gehört, Yoshi. Guck kein Fernsehen. Ich auch nicht. Unbended. Star Citizen kommt Sommer 2018. Glaubst dran, Embe? Ich glaube nicht dran. Kommt ein neues Far Cry raus nächstes Jahr? Ja. Ja. Far Cry kommt raus. Dafür könnte ich mich wahrscheinlich auch hypen. Far Cry war auch mal ganz schlecht aus. Düsterwald, Erebor und Morgultal, Minas Morgul. Alter, voll die bekannten Dinger. Hier, Locations. Das ist geil. Ich freue mich da auch noch fetter zu werden. High Five, Karma Deeps.
gar nicht, wenn das Street Fighter und den Sänger. Wir haben gut genördet früher, ja. Ja. Freie Arena. Brauchst eine freie. Nee, finde ich nicht. Das gab's ja aber schon, oder? Crimson. So, in. Was habe ich hier? Dragon Ball Z. Wie heißt es? Budokai oder so ein Scheiß. Da gab's das, glaube ich, alles schon. Ich finde es schon gut, dass wir es jetzt mal neu angehen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, als du ein neues Game hattest, war mega geil. Frag mich nicht mehr, was das war. Du hast bei mir gepennt, wir wollten ewig zocken. Ewig schlecht, musstest nach Hause und hab's dann sogar gereiert. Oh, leck, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe mich übelst gefreut, dass du das Game bei mir liegen gelassen hast. Keine Ahnung, was das war, Kölchi. Fat Bobby, Seven Deadly Sins. Solide. Niemals kommt 2008 in Half-Life 3 Skyline. Kannst, brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, dass das passieren könnte. Ja, das ist ein Troll. Nope. Runes of Magic. Ja, das habe ich angeblich mal gezockt, sagt Sashi immer, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich habe es angeblich gezockt, Hexe. Kennst du Sacred? Ja, kenne ich auch. Teil 3, durch andere Entwickler Folge und leider ehemalige Entwickler wurden das Game Community Projekt. Die Arbeiten dann eingestellt. Oh, das war das. Feels bad, man. Vielleicht kommt ja Warcraft 4. Das wäre geil. Tom. Danach könnte ich alles in die Sonne kloppen. Ich habe nicht so viele Dragon Ball Games gespielt, muss ich jetzt leider sagen, Crimson. Es gab mal so einen geilen Dragon Ball Mod für Quake 3, Alter. Der war cool. Weiß ich nicht. Ich weiß nur nicht mehr, wie der hieß. Dragon Ball Mod vielleicht? Nee, da hat er irgend so einen speziellen Namen. Okay, wir haben alles durch, außer Half-Life 3, so wie es aussieht. Wir sind auch perfekt in der Zeit. Wir sind gut durchgekommen. Ich beende den Booncast offiziell an dieser Stelle. Nice. Danke Fuxi, danke Rexi, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Easy. Ein Ding, Bro. Und danke Chat, dass ihr so aktiv wart.